Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Josef Leisen und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute zu dem Thema vom Nicht-Können und Nicht-Wollen. Was Sie als Lehrkraft regelrecht zerreißt. Naja, es sind die Defizite der Schülerinnen und Schüler, die können nicht. Aber ich muss Lehrplan, Zeit, Abschlussprüfungen, ich muss. Ja, gegen das Nicht-Können könnte ich ja noch was tun, aber viel schwieriger zu handhaben ist das Nicht-Wollen. Die wollen ja nicht. Aber ich will, mein Berufsethos sagt mir, ich will. Woher kommt das? Und dazu möchte ich Ihnen ein doppeltes Eisbergmodell vorstellen. Zunächst das Lernereis, den Lernereisberg. Die Kompetenzen Ihrer Schülerinnen und Schüler können Sie auf der Oberfläche des Unterrichts beobachten, sehen. Lassen Sie etwas schreiben, dann können Sie die Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Lassen Sie rechnen, dann können Sie die Rechenkompetenz feststellen und diagnostizieren. Das heißt, das, was die Schülerinnen und Schüler zeigen, liegt auf der Oberfläche des Unterrichts. Aber die Schülerinnen und Schüler sind nicht im Unterricht nur mit Kompetenzen, sondern sie haben noch Interessen, sie haben einen Lernwillen oder nicht, sie haben eine Anstrengungsbereitschaft oder nicht, sie haben Werte, sie haben Motivationen und all das liegt verborgen unter der Oberfläche des Unterrichts. So wie bei einem Eisberg, bei dem rund 85% unter der Oberfläche liegen und nur ein kleiner Teil ragt sichtbar heraus. Und so sehen wir es auch bei den Lernenden. Und es ist klar, auf der Oberfläche liegen die sichtbaren Kompetenzen und unter der Oberfläche liegt die Lernerpersönlichkeit, die personale Disposition des Schülers. Wenn es einen Lernereisberg gibt, dann gibt es auch einen Lehrereisberg. Und zwar haben wir hier die beruflichen Kompetenzen. Wie moderiere ich, wie stelle ich meine Aufgaben? Alles das, was Sie in der Ausbildung im Referendariat gelernt haben. Aber auch Sie als Lehrperson treten mit einer Lehrerpersönlichkeit in den Unterricht, in die Erziehung der Schülerinnen und Schüler. Sie haben eine Leistungsbereitschaft, sie haben Anstrengungsbereitschaft, sie haben Werte, sie haben Ethik, sie haben Zuwendung, sie haben Motivation. Alles das liegt auch unter der sichtbaren Oberfläche. Und das eine beeinflusst das andere. Wenn meine Schülerinnen und Schüler erfolgreich sind, dann bin ich motivierter, und wenn ich verbesserte Aufgabenstellungen gebe, wenn ich sprachsensibel unterrichte, das wirkt sich auf meine Motivation, auf meine Anstrengungsbereitschaft aus. Und Gleiches gilt natürlich für die Schülerinnen und Schüler. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass eine verbesserte Lehrerinnen- und Lehrerkompetenz sich auf eine verbesserte auf verbessertes Lernen bei den Schülerinnen und Schülern positiv auswirkt. Und natürlich wirkt alles mit allem. Das eine ist Unterricht, das andere ist Erziehung. Und wir wissen sehr viel, wie Unterricht wirkt, wie und was in der Erziehung wirkt. Das liegt vieles davon im Verborgenen und das ist weniger gut erforscht und auch weniger gut greifbar, aus verständlichen Gründen. Ja, und diese vier Punkte, die zerren an mir und das zerreißt mich regelrecht. Meine Empfehlung, handeln Sie pragmatisch. Ich tue das Mögliche und lasse das Unmögliche. Unmöglich ist es, dass Ihre Schülerinnen und Schüler binnen kurzer Zeit eine perfekte Bildungssprache lernen.
Das braucht viel Zeit. Ich bin als Lehrkraft, tue ich das mir Mögliche und so, dass jeder Lernende kann, wenn er denn will. Ob der Lerner lernen will, das entscheidet er, nicht ich. Ich tue alles, damit das Lernen möglichst erfolgreich wird und tue alles, damit die Motivation, sprich die Amygdala des Lernenden, positive Signale gibt. Meine Empfehlung: Begreifen Sie sich als Anwältin, als Anwalt des Lernens. Die Aufgabe und das Ziel des Lernens, des Lehrens ist es, viel und umfangreiches, erfolgreiches Lernen zu bewirken. Und die Lehrperson, das Lehren an sich, ob das gut oder schlecht ist, ist nicht die Frage, sondern die Frage lautet, wie es auf das Lernen wirkt. Lehren steht im Dienste des Lernens, und zwar des erfolgreichen Lernens. Anwälte des Lernens vermeiden den Lehr-Lern-Kurzschluss, nämlich was gelehrt wurde, wurde auch gelernt. Wie? Ihr wisst das nicht mehr? Das haben wir doch gemacht. Wie oft verwenden wir diesen Spruch als Lehrende? Und das ist der Lehr-Lern-Kurzschluss. Wir haben es doch gemacht. Dann habt ihr es doch auch gelernt. Nein, dieser Schluss ist zu kurz. Meine Einstellung als Anwältin, als Anwalt des Lernens: Ich tue alles, damit meine Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen. Und auf der Schülerseite, unsere Lehrperson fördert bei uns das Lernen. Unsere Lehrperson ist interessiert an dem, was sie sieht, und merkt auch alles. Und es ist ihr nicht egal, ob wir lernen oder nicht. Und sie schaut uns regelrecht in den Kopf. Wenn Ihnen das gelingt, dann sind Sie Anwältin, Anwalt des Lernens. Als solche steuern Sie das Lernen und steuern Sie nicht die Lerner, sondern Sie steuern die Lernprozesse. Also, Sie agieren nicht so, dass Sie die Lernenden dahin bringen, wo Sie sie gerne hätten, nach dem Motto: Denkt euch mal, was ich mir in meinem Kopf jetzt denke, und findet das. Nein, das ist nicht die Aufgabe, sondern Lernen ist in diesem Sinne offen, sondern ich steuere, ich moderiere das Lernen und die Lernschritte so, dass gutes Lernen dabei entsteht, und tue auch etwas als Anwältin, als Anwalt der Beziehung. Gutes Lernen im Bildungssprachbad erfordert in diesem Sprachbad die passende Temperatur. Schwimmen lernt man nicht im Eiswasser, sondern schwimmen lernt man in einem Schwimmbad mit einem Wasser passender Temperatur. Und so ist es auch bei dem Lernen. Denn das menschliche Gehirn, das Lernergehirn, ist nicht nur ein Denkorgan, es ist ein Beziehungsorgan. Gesehen, wertgeschätzt zu werden, ist ein Grundmotiv eines jeden Menschen. Und das erfahren Ihre Schülerinnen und Schüler nicht über Worte, sondern über Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt. Worte können lügen, aber der Körper kann nicht lügen. Und wir wissen, dass das Bindungshormon Oxytocin nachweislich das Lernen befördert. Eine gute Lernatmosphäre, eine gute Lehrer-Lerner-Beziehung ist das Fundament eines erfolgreichen Lernens. Und dann brauchen wir noch etwas, nämlich Spiegelung und Resonanz sind der Kern einer pädagogischen Beziehung.
Die Spiegelung drückt aus, dass wir uns in unserem Kopf ein Modell machen von den Empfindungen unseres Gegenüber. Das ist der Grund, dass das Lernen am Modell so gut funktioniert. Die Spiegelung. Und der zweite Teil ist die Resonanz. Die Spiegelneuronen kommen in Resonanz und stecken an. Und dann sind wir in einer guten Lernatmosphäre. Und noch ein paar Worte zum Nichtwollen der Schülerinnen und Schüler. Was tun, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht wollen? Schopenhauer formuliert, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Das heißt, die Schülerin, der Schüler entscheidet darüber, ob er sie lernen will. Das heißt, ob die Amygdala ein positives oder ein negatives Signal gibt. Und das liegt auch nicht in der Bewusstheit des Schülers. Was kann ich tun als Lehrperson? Ich kann nur meine Lernumgebung so gestalten, dass möglichst viel, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Amygdala des Lernenden sagt, jawohl, ich sehe Erfolgsmöglichkeiten und ich will. Umgang mit dem Nichtwollen. Bitte nicht so. Keine Ich-Botschaft. Keine Drohung. Keine Herabsetzung. Keine Bewertungen. Keine Moraläußerungen. Und nicht zuletzt keine Ursachenforschung. Wer hat denn angefangen? Sie wissen, wo das endet. Sondern beschreiben, Ich-Botschaften, auf Motive zielen, Vorschläge einfordern, Alternativen anbieten und nicht zuletzt Hilfe anbieten. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben gegen das Nichtwollen. Und so wünsche ich Ihnen, dass Ihre Schülerinnen und Schüler alle wollen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie mehr lesen und hören wollen, dann auf meinem Kanal und auf meiner Webseite und in meiner Literatur.